12 noch gerahmt wird. Und ja, im Hause Schieder ein schönes Plätzchen bekommt. So schaut's hast aus. Hast du deine Startnummer noch? 1999? Ich glaube, die hängt irgendwo im Keller unten, in einem Kleiderschrank, ja. Aber jetzt. So, jetzt aufpassen. Hier ist Cyprien Sarrazin, der innerhalb weniger Rennen zu einem super Abfahrer wurde. Wie er sich schon wieder den Oberkörper dazugerannt hat bei den ersten zwei Tore schon. Engste Linie, voll dabei beim ersten Tor im Karussell. Sehen wir uns. Schau, und sticht da freche Linie runter, total direkt. So eng, eine geht drauf am Außenski. Das war die engste Linie, jetzt hat er den Schwung mitgenommen. Ja, es war noch mehr zu erwarten vom Tempo her, aber er hat es nicht ganz hingekriegt. Es war nicht ganz so die ideale Linie wie beim Abschlusstraining. Das ist erst seine 13. Weltcup-Abfahrt, das muss man sich mal vorstellen. Und er fährt in der absoluten Weltspitze, umgeschult vom Riesentorläufer, aber es fällt ihm nur eine Zehntel hier. Alles ist möglich. In Führung Schieder, 29 Hundertstel vor Odermatt, dritter Ryan Cochran-Siegel. Kriegt man als bester Österreicher auf Rang 6. Boah, ist er direkt drüber gestochen, war kurz. Und er weiß, genau dort, wo Kurven sind. Er kommt ja aus dem Riesental auf. Ein bisschen Rutscher hat er drin gehabt, der Seidlöhm vorbei. Formio-Sieger und in Wengen zweimal Zweiter am Lauberhorn. Oh, weit draußen, leichte Innenlage. Bisschen den Außenski verloren im Ansatz. Ja. Und weißt du, so viel Spazi hast du da nicht über den Oberhausberg. Aber jetzt einen gut machen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie verrückt geht er das Ganze an, darüber, über den Hausberg. Oh, eigentlich eine solide Linie, mit viel Richtung. 1700, geht ist das machbar? Position, das war ruhig. Schau, jetzt hat er Zug. Jetzt hat er einen guten Zug am Außenski gehabt. Aber, ja, sehr gut. Der ist auf 200. Geschwindigkeit, fast, ja, über 140 km/h. Das wird ein enges Match. Noch schneller gegangen, 45, 80. Ja! Wow! Schieder muss den Sessel freigeben. War das die Siegesfahrt?